Yo, ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Abgeleckt, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Walnusshirnheimer nennen, wenn ihr wollt, denn mal wieder hat mir mein witzig kleines Walnussgehirn einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht, liebe Leute, denn ich wollte im letzten Part eigentlich noch ausprobieren, was passiert, wenn ich versuche, das Master-Schwert zu werfen. Ja, ich habe nämlich einen Hinweis bekommen, das Schwert glänzt wieder, das ist also wieder bei voller Kraft. Ich habe einen Hinweis bekommen, ich sollte das mal ausprobieren und ich habe, glaube ich, hier im Stall ja den Hinweis bekommen, und dass das Master-Schwert Blitze schießen kann. Deswegen nehme ich jetzt fast so ein bisschen an, dass wenn ich versuche, es zu werfen... Hä? Oh, so ähnlich. Doch, ja, klar. Es ist genau das. Es ist jetzt nicht direkt ein Blitz. Ich dachte erst, ich hätte doch das Schwert weggeworfen. Aber ich werfe quasi... so einen Energieblitz dann doch. Also so ein... Ne, wie sollte man das nennen? Eine Klinge. Ich werfe eine Klinge aus Energie. Sieht so ein bisschen aus wie der Blitz, den man in Link to the Past schießt. Macht allerdings nicht das gleiche Geräusch. Aber das ist ja ziemlich cool. Boom, danke für den Hinweis. Was stehst du eigentlich da? Was willst du denn von mir? Bumbas. Bist du ein Kerl? Ich glaube schon. Oh, professionelle Schildschlitterer, selbst an Tagen wie diesen schlittern? Wer da fällt, findet den Weg doch gar nicht mehr. Warum erzählst du mir das? Lass mich in Ruhe, du bist unheimlich. Oh, es ist kalt. So, ich möchte ganz kurz gucken. Ich habe jetzt leider nicht das letzte Mal noch gekocht. In die Hand, da ist nämlich eine Kochstelle. Moment mal, ich muss, glaube ich, erstmal ordnen. Und möchte nochmal so ein Frostling hier. Selbst Wüstenhitze ertragen ist blöd. Glutling. Drei Stück ist wahrscheinlich ein bisschen doll. Moment mal, aber ich muss auch noch einen Apfel dazu nehmen, sonst schmeckt das ja nicht. So, und jetzt kochen wir das mal. Und ich hoffe, dass ich dadurch vielleicht... Ich habe jetzt absichtlich so viele auf einmal reingetan. Oh! Es ist sogar verbessert. Ja, Doppelfrostschutz. Und ich lade alle 13 Herzen auf damit. Ist ja geil. Okay, wir machen das noch einmal. Ja, wieder drei. So und vielleicht auch nochmal in so einen Dingsen da rein. Und jetzt überspringe ich das Kochen so ein bisschen. Es gibt wieder Doppelfrostschutz. Und jetzt machen wir es nochmal mit zweien, denn mehr haben wir gar nicht mehr. Und ich gucke, ob das auch Doppelfrostschutz gibt. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass ich damit diese Kälte hier überstehen kann. Nee, ich brauche wirklich drei. Okay, alles klar. Cool, ich kann jetzt so einen Blitz schießen. Das ist super geil. So, wo gehen wir denn hin? Zuerst zum Turm. Also nach Blau, Leute. Wir gehen nach Blau. Je blauer, desto besser. Das ist in der Freizeit im Allgemeinen so. Nein, das stimmt nicht, Leute. Trinkt nicht zu viel Alkohol. Das ist nicht gut. Nehmt auch harte Drogen. Nein, macht das nicht. Macht das auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Das ist nicht cool. So, der sieht ziemlich hoch aus, der Turm. So, ich nehme jetzt mal sowas gegen... Ich probiere es erstmal mit normalen Frostschutz. Das dürfte sich ja zu meinem aktuellen Frostschutz hinzuaddieren, oder? Essen. Tatsache, es geht. Super. Oh, jetzt habe ich Kälteschutz von 8 Minuten gegessen. Na, das ist doch prima. Kann mir ja nichts passieren. Dieses Wäldchen sieht verdächtig gut aus, aber ich kann jetzt nicht dahin gehen. Achso, da fällt mir gerade was ein. Epona, ich brauche dich. Eile herbei. Schnell, ich habe nur noch 8 Minuten. Epona? Hallo? Irgendwer? Manu. Da ist er ja. Habe ich sie doch das letzte Mal extra gerufen, damit ich ein bisschen reiten kann. Auf in kalte Weiten. Mein kleines... Ja, ist schon gut. Du bist so brav. Oh, warte mal. Das sieht mir sehr elchig aus. Epona? Ich wollte nämlich schon seit einer... Sowas habe ich noch nie gesehen, oder? Waren das vorher nicht alles Hirsche? Ich versuche das jetzt zu bereiten. Ich bin zu laut. Aber ich möchte das dringend mal ausprobieren. Erst machen wir ein Foto. Denn sowas haben wir... Boah, Tabanta-Elch. Boah, okay, der ist geil. Schleichen. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber wir wollten ja irgendwann mal ein gekröntes Tier besteigen. Oh, 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 oh. Au. Wer hätte das gedacht? Der hat mich voll entdeckt. Na gut. Also der scheint... Ich wusste nicht, dass die aggressiv werden können. Ich möchte ganz gerne. Warum rennt ihr weg? Ich bin kein Psychopath. Nimm das! Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ich
bin noch nicht ganz überzeugt, dass das nicht geht. So, ja, schon okay, Epona. Wir schaffen das. Wir reiten jetzt erstmal zum Türmchen. Epona ist schon so ein bisschen eifersüchtig geworden. Oh, alles gut. Irgendwie hat Link gerade voll draufgehauen, oder? Seit wann hört Epona denn nicht mehr? Ich dachte, Epona hört perfekt. Aber so ein bisschen schlenkerig geht's gerade. Es könnte aber auch einfach sein, dass der Mann am Steuer quasi das Problem ist. Schrein in der Nähe. Moment, stopp. Da oben ist der Schrein. Glaube ich. Aha. Direkt den nächsten Schrein gefunden. Das ist ja geilo. Das ist zwar jetzt nicht das Gebiet, in dem ich eigentlich aktiv sein wollte. Ich wollte ja eigentlich zum nächsten Titanen gehen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber so ist das Spiel nun mal. Dass man sagt, oh, ich gehe jetzt aber straight dahin. Oh, ein Schmetterling. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, ein Masterschwert. Wobei, das war nicht so die große Ablenkung. Ein Spurtpfeilchen. Komm, eil dich mal ein bisschen, Link. Wir haben doch keine Zeit. Ah, ich bin aber ein bisschen... Hä? Bin ich wieder vom Weg abgekommen oder was? Ich war mir eigentlich sicher, dass hier jetzt ein Schrein warten würde. Doch. Irgendwo hier ist der schon. Wahrscheinlich wieder irgendwie so ein kleines bisschen... Oh, das ist eingefroren da. Huh, huh. Was willst du? Was willst du? Was willst du machen, wenn mein Feuerschwert kommt? Moment, ist das falsche. Oh, du möchtest Eis spucken. Das ist ja relativ widerwärtig von dir. Ich muss mich da immer so ein bisschen konzentrieren. Boah, da sterben die sofort. Das ist ziemlich geil. Starke Extralanze. Super geil. Fotografieren wir auch erstmal. Denn wir wollen ja unseren... Na gut, so schön die Mitte fotografiert, dass man es auf dem Foto auch wirklich nicht erkennt. Okay, haben wir noch irgendwas zum Wegwerfen? Die Meisteraxt, den Feuerstab. Der Feuerstab ist in dem Gebiet wahrscheinlich wirklich ganz praktisch, deswegen... ich habe so viele zweihändige Waffen, ich glaube, die Meisteraxt brauche ich nicht. Huch! Dachtest du dir so, hä? Aber meine Superkraft hat es abgewehrt. Und weißt du, was ich dabei gemacht habe? Habe ich gemacht. Okay, wir gehen erstmal in diese Richtung. Irgendwo hier muss der Schrein... Hä? Ich verstehe es nicht. Manchmal ist dieser Sensor so verrückt. Also es ist nicht in der Richtung. Es ist... Hä? Immer noch mehr... Weißt du was? Ich gehe jetzt erst zum Turm. Der ist so nah. Und dann sehe ich das vielleicht von hier aus auch. Oder ist der doch irgendwo hier unten? Direkt. Ach, der ist doch bestimmt wieder hier voll im Tal oder sowas. Mit Sicherheit. Der ist sowas von im Tal. Die sind aber auch in dieser Gegend ein bisschen besser versteckt als sonst. Oder ich bin einfach blöder geworden. Das ist auch durchaus möglich. Ich sehe ihn beim besten Willen nicht. So, gehen wir zuerst zum Turm. Wir brauchen den Turm als Überblick, Übersicht, wie auch immer. Und dann... Moment. So ein bisschen in der Richtung dürfte der sein. Machen wir nochmal ein Sternchen hin. Und gehen jetzt erstmal zum Turm, bevor ich mich zu sehr ablenken lasse. Und am Ende gar nichts finde. Aber es ist schon krass, wie ich das hier einfach nicht so leicht finde. So, von hier aus dürften wir schon relativ weit kommen. Kann ich von hier aus Epona noch ein bisschen nachrufen? Ich glaube, ich bin schon wieder außer Reichweite. Nee, Epona ist sogar noch auf der Mini-Karte drauf. Das dürfte noch reichen. Ich versuche die jetzt ein bisschen hinterher zu rufen, aber ich vergesse es wahrscheinlich nach einer Weile. So. Ich glaube, sie kann halt auch nicht über alle Gipfelchen und so nachkommen. Hebra-Turm ist halt gut eingefroren hier. Ich schätze mal, das kann ich einfach mit Feuer schmelzen, oder? Epona kommt wohl nicht. Was willst du denn damit sagen? Hä? Du bist doch da, ist doch in Ordnung. Muss ja nicht auf den Turm klettern. So, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich könnte es natürlich mit dem Feuerstab probieren. Das wäre doch was, oder? Hä? Das hat ja nicht gar so gut funktioniert. Irgendwie habe ich angenommen, dass das jetzt sofort wegschmilzt. Aber ja, wir kriegen es nach und nach hin, denke ich mal. Nach und nach. Schön aufladen und los damit. Und... Okay, ich probiere es mit was anderem. Wie wäre es mit dem Feuerschwert? Feuergroßschwert.
Echt auch nicht? Man merkt schon, dass es wirkt. Sie schmilzen so ein bisschen. Aber irgendwie braucht es ganz schön lang. Kann ich jetzt schon vorbei? Ha! Reicht mir doch. Oder kann ich es einfach so reinhalten? Guck mal. Ich glaube, das wirkt. Seht ihr das? Ich glaube, ich kann das Feuerschwert einfach direkt dagegen halten. Dann schmilzt das schon. Das ist natürlich ganz gut. Gut zu wissen. Alles klar. Aber bevor wir hier erfrieren, gehe ich lieber hoch. Der schmilzt, glaube ich, immer noch. Also ich glaube, das ging, oder? Es ist doch länger geschmolzen, als ich es erst dachte. Aber auf jeden Fall war es kein großes Problem, hier reinzukommen. Ich glaube, das soll auch nicht wirklich ein Rätsel sein. Das soll nur nochmal so ein Hinweis... Also es sollen einfach Elemente in der Welt sein. Einfach so zeigen, dass die Welt viel zum Interagieren hat. Und das finde ich richtig geil. Also das macht in dem Spiel auch mehr Spaß als... Sagen wir mal bei Pong. Nein, also es macht mehr Spaß als in den meisten anderen Spielen. Es gibt so viele Elemente, mit denen man interagieren kann. Und man möchte es auch, da es gut funktioniert, liebe Leute. Ja, das ist wirklich so. So, aber hier rein. Okay, und weiter. Und dann suchen wir uns Zugang zu den nächsten Schreinen, liebe Leute. Oh yeah. Irgendwo müssen die doch sein, die Schreine. Okay, einmal noch. Absetzen. Von dort oben sehen wir doch bestimmt... Da sehen wir schon... Obwohl, den habe ich... Das ist doch bestimmt der, den ich... Nee, ist noch nicht der, den ich markiert habe. So. Die blaue Markierung. Das war zuvor dieser Turm hier. Okay, alles klar. Aktivieren wir das mal und haben endlich wieder ein Stückchen Karte. Also die Karte ist jetzt schon ziemlich weit, würde ich mal behaupten. Was heißt schon? Ich meine, wir spielen ja auch schon eine ganze Weile an dem Spiel. Aber das macht ordentlich Spaß. Yeah! Mehr Karte für alle Leute! Yihi! Ja. Also ich werde es jetzt, glaube ich, so machen, dass ich zwei Kringel Ausdauer mir skille. Datenübertragung beginnt. Und dann gehe ich erstmal wieder auf Herzen. Wie gesagt, Herzen sind für mich persönlich einfach die wertvollere Ressource, weil man eben so Kämpfe hat wie gegen die Wächter und so, wo man mit einem Schlag doch mehr als die Hälfte der Herzen verlieren kann, wenn man es nicht gut macht. Und ich mache es nun mal nicht immer gut und da hilft mir das dann doch schon sehr. Hä? Achso, doch, ja, passt alles. Uiuiui, da geht es ja noch ganz schön hoch hinaus, Leute. Ja... Jetzt überlege ich gerade, nach da hinten geht es doch noch ganz schön weiter. Ein hoher Gipfel und dann geht es ewig da noch rum. Ah, nee, wir waren gar nicht in dem Labyrinth. Guck mal, da wurde jetzt gerade ein Labyrinth freigedeckt. Das ist dieser komische Kasten da, hä? Also ganz im Nordosten. Dann habe ich das verwechselt. Alles klar, da müssen wir auf jeden Fall noch hin, Leute. Das will ich gerne haben. Das muss das sein, wo dieses eine Pferd verloren gegangen ist, richtig? Das ist mit Sicherheit auch nochmal so eine Art Schrein. Wie kommt man da am besten hin? Ich hätte jetzt echt keine große Lust. Ich muss hier wahrscheinlich am Rand entlang marschieren, ne? Ich zeig's euch gleich nochmal. Es sieht sehr nach Labyrinth aus. Ich meinte, glaube ich, das hier. Guck mal, den Tokaro-Schrein. Im Meer von Akala. Aber es gibt scheinbar nochmal sowas. Na gut, aber wie soll der, ich glaube, die Geschichte war von hier, wie soll der auch mit seinem Pferd hier entlang geritten sein, zum Meer von Akala gekommen sein? Das Pferd wäre ja vorher ertrunken, Leute. Gut, hier gibt es viel zu erforschen, aber ich glaube, ich möchte trotzdem lieber zuerst... Aha, das scheint ein Schrein zu sein, der mit der Titanenquest zu tun hat. Was hatte ich hier gesehen? Einen weiteren Turm wahrscheinlich. Nee, Quatsch, das kann nicht sein, das muss auch ein Schrein sein. Hier ist der weitere Turm und hier ist noch ein Schrein. Alles klar, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge noch zu tun. Und dann die beiden Sternchen, die ich hinterlassen habe. So, der gelbe Schrein wird wahrscheinlich der nächste sein. Der ist schön nah. Und hier friert man übrigens auch nicht. Merkwürdig. Ich hatte, glaube ich, eben aber noch einen gesehen. Das ist der gelbe. Ja.
Eben als der Turm hochgefahren wurde. Also nicht hochgefahren, als er aktiviert wurde. Da hatte ich hier den wahrscheinlich gesehen. Das ist der blaue. Okay. Nochmal kurz gucken. Blau die Richtung, gelb die Richtung. Wir gehen erst gelb, dann können wir zum nächsten Turm, können den aktivieren. Können uns von dem Ganzen dann wieder hierher teleportieren. Und können dann zu blau fliegen. Und dann lassen wir uns von grün wahrscheinlich ablenken und landen bei rot oder so. Okay, erst nach gelb also. Alles klar. Ja, es ist schon ein ziemlich weiter Flug. Oh, das geht über einen riesen Abgrund. Das ist gefährlich, Leute. Super gefährlich. Aber auch ein bisschen geil. Ich mag das, wenn wir überall solche Checkpoints haben, zu denen wir uns hin teleportieren können. Deswegen mache ich das momentan auch sehr gerne. Ist das schon wieder? Guck mal. Da ist doch ein Stall. Müsste es nicht bedeuten, dass direkt da auch noch ein Schrein ist? Oder ist das hier der Schrein, der zu dem Stall gehört? Ich glaube auf jeden Fall, ich gehe zuerst schnell zu dem Stall. Das ist der Schrein, der dazu gehört. Oh oh. Oh oh. Und pup, ganz kurz noch gerettet. Ah, die Nacht des Blutmondes kommt. Super geil. Die Finsternis kehrt zurück. Die Toten erheben sich aus ihren Gräbern. Die Wesen des Lichtes verkriechen sich. Und niemand, niemand wird verschont werden. Und du schon gar nicht. Nimm das. Denkst du dir so, hä? Smack. Okay, Master Schwertheim. Oh. Ja gut, jetzt ist der Blutmond halt da. Oh yeah. Eins meiner Lieblingselemente. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Okay. Cool, Blutmond-Time. Mörder-Time. Nochmal, mach das nochmal. Na, okay. Und ich smack dich weg. Oh yeah. Ha. Knochenbocklanze, sowas hatte ich noch nicht. Eine Waffe aus Kieferteilen eines urzeitlichen Tieres. Die Zähne sind noch immer sehr scharf. Vor Bockblinz mit so einer Lanze sollte man sich in Acht nehmen. Oder man macht sie einfach platt. So. Ja, eigentlich wollte ich hier jetzt nicht groß rumhängen, aber wahrscheinlich gibt es hier wieder eine coole Truhe oder sowas. Und jetzt, wo wir schon einen umgebracht haben. Na, da ist der Schrein in der Nähe, aber das wissen wir ja bereits. Hä? In der Richtung? Da scheint noch ein Schrein zu sein. Ich glaube, das ist nämlich nicht der, von dem wir gerade geredet haben. Kann ich hier in der Innenseite hochklettern? Nee, ne? Komme ich da am besten hoch? Ist ja auch egal. Ich mache jetzt erstmal hier ein paar Sachen kaputt. Mit was? Ja, der Bergspalter, den würde ich mir gerne jetzt doch so ein bisschen aufheben für schlimme Zeiten. Den Königszweihänder, nee, der ist zu stark. Aber wir können einen neuen inzwischen holen. An dem einen Türmchen. Müsste jetzt eigentlich einer respawned sein. So. Ich hoffe eigentlich so ein bisschen auf Pfeile. So, da hinten sind nochmal welche. Ja, Swim, bam. Okay, wie schlägst du zu? Vertikal, horizontal? Oh, schneller als gedacht, ehrlich gesagt. Ah, okay, der hat... Hä, warum klappt das nicht? Dann stirb halt. Okay, der scheint auch wieder eine neue Knochenbockkeule. Speichern. Der Wirbler war ein bisschen... eine mit fossilen Knochen verstärkte Bockkeule. Stark genug, um auch größere Feinde zu bezwingen. Nur die stärksten Bockblins besitzen so eine geile Keule. Okay, die ist super geil, deine Keule. Ja, jetzt ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, ich... Obwohl, werfe ich das wirklich weg? Ja, ich glaube schon. Denn mit dieser Bockkeule kann ich ein bisschen besser solche Sachen zerstören. Ich glaube, hinter mir ist einer. Nee, war nur ein Baum. Smack! Okay. Ich sammle so ein paar Pfeile und solche Sachen. Das ist immer ganz gut, wenn man diese Kisten zerstört, finde ich. Aber
Der meint nicht diesen Schrein. Der ist zu weit weg. Da muss noch ein anderer sein. Ich gehe jetzt doch in diese Richtung. Sorry für die Ablenkung, aber es muss hier noch ein Schrein sein. Genau in der Richtung. Da oben, dahinter, ich weiß es nicht. Aber ich, dass ich... What the? Drago? Drago? Drago-Drache? Typ? Wo fliegst du hin? Hi, Lukas. Alter, ich wollte doch ganz andere Dinge tun. Aber warum fliegt er? Ich glaube, ich muss da eh hochklettern, hä? Huh? Und dann sehe ich den vielleicht besser. Also, ich weiß nicht, ob Freund oder Feind. Fliegt da einfach so ein Vieh entlang. Voll das geile Ding. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Vieh ist, dass der immer entlang fliegt. Auf jeden Fall ist es schneller als ich. Ich nehme nur eure Äpfel und Pfeile mit. Ist alles okay. Naja, vielleicht auch nicht. Ja, jetzt sollte ich doch etwas vorsichtiger sein. Das sind alles starke Gegner. Also die stärkste Form. Deswegen muss ich ein bisschen... Boah. Nee, ich bin zu sehr umzingelt. Link, braucht nicht zu lang zum Aufstehen, bitte. Hui. Hm. Ja, das ist schon ein bisschen gefährlich hier. Hup. Mist. Okay. Na, wenn man mehrere davon hat, kann man überhaupt nicht gut ausweichen. Hup. Bam. Oh, hab mich selbst hochgesprengt. Ey, wie oft ist mir das in dem Spiel schon passiert, dass ich mich einfach mal selbst in die Luft sprenge? So, wir essen einfach so ein bisschen was von unserem Grillzeug. Yum, yum. So schwer ist der Kampf dann auch wieder nicht, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Oh, jawohl. Ich weiß nicht, bei wem ich angreife. Ah, bei dir. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oh, das war jetzt aber gemein. Das passiert in dem Spiel relativ häufig, dass Link seine Animation noch fertig machen möchte. Und in der Zeit kriegt man dann einen ab. Also ich konnte mich einfach noch nicht bewegen, in dem Fall. Na? Ja, die Waffe ist aber auch nicht die schnellste, das muss ich dazu sagen. Ah, okay, der wäre horizontal gewesen. Ich würde ganz gerne dich besiegen erstmal. Ah, Kacke. Nee, da bin ich zu fixiert auf eine Sache gerade. Hui! Bam! Oh, keinen einzigen erwischt. Ich muss mal kurz hier hinten hin. Ich glaube, ich sterbe aber auch, wenn ich jetzt einen noch abbekomme. Deswegen heile ich mich lieber nochmal mit ein paar Röstkrabben. Mh! Oh, so köstlich. Röstlich köstlich. Bam. Oh, die sind aber ganz schön hartnäckig, die Jungs. So, einer ist weg. Beweg dich, Link. Oh, du lahme Ente. Ich glaube, ich muss eine andere Waffe für die nehmen. Bei der hier brauche ich einfach ewig, um wieder in Schwung zu kommen. Und bei mehreren Gegnern ist das gar nicht mal so geilo. Vielleicht ist das Masterschwert ein bisschen schneller, was das betrifft. Jawohl. Und wir schlitzen dich so richtig schön auf. Weg bist du. Boah, das meinte ich. Ich bin auch mitten in der Bewegung drin. Ich glaube, ich werde jetzt mal nichts weiter essen, sondern Mifas Power benutzen. Okay, nochmal. Okay, Sprung oder was? Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt geht. Okay. Okay, du bist so gut wie tot. Smack! Jawohl. Okay, aber die drei, die waren schon ziemlich hartnäckig, muss ich mal sagen. Schwere Gegner für, also in dieser Kombination. Ja. Sind allerdings auch hart bewaffnet gewesen und alles, also, ich glaube, so viel schlimmer wird's auch nicht mehr. nein. Diese Bienchen, die werde ich nicht im Nahkampf bekämpfen. Dann nehme ich lieber den Honig mit und bringe es alle um. Huch. Ich habe es gar nicht gesehen, dass da ein Steinchen lag. Ich habe nur irgendwas gesehen und habe einfach mal geahnt. So. Hm, nehmen wir mit. Topas. Ich glaube, ich klettere jetzt allerdings hier hoch und gucke, ob ich von dort aus den Schrein sehe, der mich hier irgendwo anblinkt. Der muss da oben sein, oder? Oder das kann auf keinen Fall der da hinten sein. Auf den reagiert mein Sensor nicht einmal. Ja, ich weiß. Es ist jetzt, ich habe jetzt halt keine Lebensenergie mehr, ne? Also da muss ich, glaube ich, strategisch noch ein bisschen sinnvoller vorgehen. So ein bisschen besser durchplanen.
Ah, guck mal. Zum Beispiel hätte ich hier hochklettern können und denen ein Fass auf den Kopf schmeißen können. Das wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Hätte super geklappt. Es muss wohl hier oben sein. Unten sehe ich keine Möglichkeit, einen Shrine noch zu finden. Deswegen klettern wir jetzt hier entlang. Aha, ich weiß, glaube ich, wo er ist. Kann das sein, dass der hinter diesen Sprengdingsen ist? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Ihr seid ja nicht blind. Ihr seid schlau und schön. Und außerdem habt ihr wahrscheinlich Augen. Aber nur wahrscheinlich. So, wie spreng ich das am besten hoch, ohne mich selbst zu töten? Das ist jetzt die große Kunst. Ich habe hier noch Mifas Power. Auf der anderen Seite will ich die wirklich dafür verbrauchen. Nö, dies. Fällt ein. Denn Mifas Power ist natürlich etwas, das wie lange brauchen, wieder aufgeladen zu werden? 24 Jahre oder so. Also glaube ich. Also grob geschätzt jetzt. Ich bin jetzt mit Zeitschätzungen, Einschätzungen nicht besonders gut, aber 24 Jahre erscheint mir realistisch. Oder zumindest ein paar Minuten. Und Essen koche ich schneller als in ein paar Minuten. Na, von hier oben kann ich das, glaube ich, ganz gut sprengen. Also ich glaube, ich esse jetzt einfach erstmal was. Es stört mich nämlich, wenn es die ganze Zeit fing, fing macht. Und ich möchte lieber... Außerdem diese ganzen Sachen, die ich versehentlich hier gebraten habe. Oh, das macht doch nur das Inventar voll. So, das essen wir auch noch. Fertig. Und... Zung. Bam. Das ist bestimmt der Schrein. Der Manora-Schrein. Ja, sehr gut. Einmal hier rein in den Shrine. Überspringen. Okay, und wir gehen rein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So ähnlich ist das bestimmt mit dem anderen auch gewesen, dass da einfach so eine Sprengsache gewesen ist oder so. Manchmal muss man es einfach etwas besser suchen, als ich das tue. Manoras Segen? Gar kein Rätsel? War hier das Rätsel tatsächlich, den Schrein zu finden? Das finde ich ja cool. Dankeschön. Super gut. Silberner Rubin. 100 Rubine wert. Nicht schlecht, nicht gut. Hopp. Ja, jetzt ist er fast ein bisschen geklettert, obwohl es im Schrein ist. Okay, super geil. Ich freue mich. Was sagt er? Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich überspringe das. Du redest ein bisschen viel. Zeichen der Bewährung. Dankeschön. Cool, jetzt können wir uns wieder ein bisschen mehr Ausdauer leisten. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen, du geiler Hund. Alles klar. Richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt kein Rätsel machen muss dafür. Aber ich freue mich sehr. Echt wahr. Richtig cool. Oh, wir werden immer besser, immer stärker, immer cooler, immer hardcore-mäßiger. Ja, das ist ein wirkliches Wort. Es ist kein gutes Wort, aber es ist eins. So. Hardcore-mäßig. Dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt direkt auf zu dem nächsten Schrein. Gehe dann zum Stall. Denn Epona wird jetzt erstmal nicht auf uns hören. Sie ist ganz weit weg. Ich bin ja gefliegt. Ja, ich bin gefliegt. Ich könnte hier bestimmt noch mehr... Achso, da habe ich die Truhe noch nicht aufgehoben. Aber ehrlich gesagt, das war auch nur so eine Holztruhe. Das sind bestimmt nur Pfeile, Feuerpfeile, Bombenpfeile, irgendwas in der Richtung drin. Ja, ja, und das mit der Ausdauer mache ich natürlich noch. Aber so viel Zeit nehme ich mir. Beziehungsweise, ich mache das dann in einem Aufwasch. Wenn ich irgendwo zufälligerweise an der Göttinnenstatue vorbeikomme oder sowieso mal in Kakariko vorbeischaue. Oder vielleicht auch da, wo die anderen Göttinnenstatuen sind. Also es gibt ja quasi an jedem zivilisierten Ort eine Göttinnenstatue. Das haben wir inzwischen rausgefunden, auch wenn ich die meisten davon noch nicht gefunden habe. Ihr habt mich schon mehrfach darauf hingewiesen. Danke für den Hinweis auch. Ich versuche nur immer... so ein bisschen voranzuschreiten, damit ihr auch ein bisschen verschiedene Sachen zu sehen bekommt, und deswegen suche ich solche Orte dann nicht so intensiv ab. Sorry, ich muss einen kleinen Umweg machen. Da sind Kristalle. Also, ne, so Erzvorkommen, und die möchte ich gerne noch schnell abbauen. Was bist du denn für einer? Oh, das sollte ich nicht tun. Blitzgewitter! Ho, ablegen. Ausrüsten. Tja, viel Auswahl habe ich nicht mehr. Zitterflügler. Dieser seltene Schmetterling zeigt sich nur bei Regen. Er erzeugt isolierend wirkende Stoffe, die als Medizin den Widerstand gegen Elektrizität erhöhen.
Okay, super geil. Zitterflügler, noch einer. Hätte ich auch fotografieren können. Ja, jetzt habe ich... Achso, die Waffe, die war doch okay, oder? Die ist ja gar nicht stromgedingst. Leuchtstein, dankeschön. Ich hoffe immer so ein bisschen auf Edelsteine. Wir brauchen noch ganz viel Geld. Wir brauchen Geld, um uns unser Haus kaufen zu können. Und um diese ganzen Super-Ausrüstungssachen kaufen zu können. Ich glaube, da war noch mehr. Haha. Der Moniatoma-Schrein. Fünf. Hm, Leuchtstein. Und Smack. Feuerstein. Supergeil. Okay. Dann gehen wir mal in den nächsten Schrein. Hup. Überspringen. Und hier rein. Überspringen. Supergurl. Schleichen. Im Regen sind Schritte schwieriger zu hören. Das perfekte Wetter, um sich an Monster heranzuschleichen. Ach, das ist ja ein geiler Tipp. Das wusste ich nicht. Woran die überall gedacht haben. Ah, supergeil. Überspringen. Parabelflug. Moniatoma-Schrein. Also wir werfen offenbar irgendwas parabelförmig. Wir haben eine Kugel. Ah, okay. Wir haben diese komischen Schleudern. Hier ist auch nochmal so eine Schleuder. Oh, aha. Wir legen das also am besten direkt da rein. Wir haben allerdings auch einen Schalter da drüben. Ich lege es trotzdem erstmal rein. Einfach um es zu testen. Oh. Ich glaube, ich möchte ich mit. Ich gehe mal mit. Vielleicht geht das ja. Jawohl, geht. Oh oh. Ob das schon gut war? Nee, natürlich nicht. Was macht das denn? Aha. Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Also ich weiß schon, dass sich das jetzt gedreht hat. Aber die Kugel kam doch so oder so nicht weit genug. Ich schätze mal, ich hätte das werfen müssen an der Stelle. Vielleicht, lasse ich mich mal... Achso, aber ich glaube, zusammen fliegen wir nicht so gut, ne? Ich probiere das nochmal eben. Ich hatte das im allerersten Schrein oder so. Nee, es geht nämlich nicht. Okay. Du liegst da vorne. Nochmal abwarten ganz kurz. Hui, hui. Also ich möchte schon mit dem darüber gehen erstmal. Hup. Sieht mir jetzt wieder ein bisschen schwieriger aus als der letzte. Bitte lass mir den... Halt, stopp, bleib mal hier. Ich lege ich mal ganz kurz ab. Hm. Verbraucht er eigentlich auch drei Pfeile? Ne, nur einen. Ah, guck mal. Es geht immer eins weiter. Aber ich bin doch trotzdem... Probier es nochmal. Ich lasse die Kugel mal eben da. Ach so, ja gut. Das hätte aber mit dem Paragleiter klappen können. So. Ja, es gehört wahrscheinlich nicht zu meinen Lieblingsschreien. Jetzt schon. Weil... Hui! Weil ich immer warten muss, bis die Dinger losgehen hier. Hui! Okay, die Truhe haben wir aber schon mal. Okay. Elektroschwert! Ein magisches Schwert, das im Hyrule-Gebirge mit Hilfe von Blitzen geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn es golden leuchtet, um Gegner zu schocken. Sehr, sehr geil. Also, ich liebe diese Elementwaffen. Ich glaube, ich... ja, ich mag eigentlich meine Keulen hier. Ich mag meine Keule. Aus dem einfachen Grund, dass man damit so gut Gegenstände, also so Kisten und so zerstören kann. Aber ich denke mal... Boah, ich liebe das Ding. Ich muss es auch gleich nochmal abfotografieren. Kann ich das eigentlich nicht direkt jetzt so machen? Man kann ja auch Selfies machen. Wie geht denn das nochmal? Selbstporträt. Und ich kann jetzt auch Posen machen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Hm. Wie geht das? Hallo? Pose bitte? Ah, so, ich kann's. Ha, schaut euch das an. Ja, ich kann's. Super, schaut euch das an. Okay, mache ich später. Boom. Okay. Ich würde mal sagen. Jawohl. Wir werfen das einfach rüber. Oder? Geht das? Ich denke mal schon.
Ich möchte nur nicht, dass es jetzt direkt in dem Ding drin landet, solange die Sachen da noch im Weg sind. Deswegen warte ich kurz ab, werfe es jetzt, sodass es dagegen stößt. Ah, es kommt gar nicht so weit. Oh, schade. Das letzte Mal hat es besser geklappt. Ja, jetzt können wir uns aber rüberballern lassen. Das ist ja alles kein Problem. Aber es ist wieder ein Stallschrein. Das heißt, vom Rätsel selbst her ist es nicht zu kompliziert. Ich glaube zumindest, dass das so quasi die Regel ist. Okay, ich schätze mal, wir sollen hier jetzt erstmal eine Bombe rüberballern lassen. Geht wahrscheinlich auch, wenn wir sie einfach rollen lassen. Aber dann müssen wir nicht so lange warten und, so. Hallo? Bam. So. Wo ist... Achso. Oh Gott, jetzt hast du mich aber erschreckt. Meint ihr, ich soll das rüberschießen lassen oder landet das nur wieder im Abgrund? Ich werf's lieber, glaube ich. Das ist mir irgendwie der sicherere Weg. Und jetzt fliege ich selbst im Parabelflug. Hui! Fast nicht geschafft. So, und wir sind drin. Alles klar. Ist ja noch gar nicht vorbei. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Rückweg. Und, achso doch, es ist vorbei. Alles klar. Sehr schön. Na gut, dann haben wir's. Okay. Yeah! Noch ein Schrein. Cool. Damit kriege ich ein weiteres Zeichen der Bewährung. Wir haben jetzt 5. Ich hätte gerne, sagen wir mal, 20. Aber 5 sind auch nicht schlecht. Cool. Bodenloses Moor. Wenn du in dem Morast trittst, versinkst du und kannst dich auch durch Schwimmen nicht mehr retten. Das stimmt doch gar nicht. Im Moor soll man sich immer möglichst viel bewegen. Möglichst wenig Auftrittsfläche und dann zappeln. Ja, das habe ich gehört. Aber könnte mir auch von jemandem gesagt worden sein, der mich nicht so sehr mag. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Stall runter. Ja, das ist vielleicht gerade so flach, dass sich das Schildrutschen fast lohnen würde. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dadurch der Schild kaputt geht. Und das möchten wir nicht so gerne. Wir holen uns jetzt eine Epona. Epona sind klasse Leute. Okay. Okay. Hier ist ein bisschen abgeholzt worden. Kann das sein? Ah, so schön, was hier alles so rumflattert. Oh yeah. Da ist wirklich abgeholzt worden. Schupp. Nehmen wir Fittling. Ha, klasse. Hundi, oh, du bist der Liebste. Komm, ich streichle dir den Bauch. Ich will mich auch auf den Rücken legen können. Mann. Da ist gerade jemand weggeritten. Das finde ich aber frech. Hallo, wer bist du? Kangis. Ach so, du bist das. Eine friedliche Landschaft. Es ist schön, sich hin und wieder inmitten solcher Ruhe dem Malen hinzugeben. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ja, bin ich. Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu Albert zeigen. Guck mal, hier. Oh, auf diesem Bild ist Schloss Hyrule zu sehen. Da muss das hier nördlich des Schlosses sein. Im Süden des Schlosses soll sich Hyrule Stadt befunden haben, aber hier sehe ich gar keine Gebäude. Wahrscheinlich ist dies also die Nordseite, außerhalb des Burggrabens. Von diesem Stall aus also im Südosten. Aber denk dran, um das Schloss herum ist es äußerst gefährlich. Lauf schnell weg, wenn es brenzlig wird. Okay, super geil. Danke dir für den Hinweis. Ja, haben wir schon kennengelernt, ne? Das war da, wo die vielen Wächter waren. So, da hinten ist noch... Oh, da ist was Scharfes. Das hält mich schön warm. Und deswegen wollen wir das haben. Ja. Sind das pflückbare Pflanzen? So viele? Nee, doch nicht. Sah erst so aus, aber ich dachte vielleicht was Neues. Hier haben wir wieder einen Eisenhammer. Aber wir können ihn nicht tragen. Wir haben zu viele geile Waffen dabei. Deswegen ist uns das egal. Wir rufen jetzt erstmal Epona herbei. Oh, Terry ist hier. So viel zu meiner Konzentration. Oh, Koloss. Erstmal Terry. Wow. Dass sie hier auftauchen. Sie müssen mich ja wirklich mögen. Geht's so? Nicht so? Was hätten sie denn gerne? Oder möchten sie etwas verkaufen? Ich kaufe mal wieder deine Pfeile auf. Bitte sehen Sie sich um, Holzpfeil. Glutlibelle. Oh, davon habe ich 0 im Besitz. Nee, ich nehme aber... Nein, 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 nein. Doch lieber nicht, ich wollte die Pfeile. Ich verbrauche doch so viele Pfeile.
So, kaufen. Immer nur der 10er-Pack, das andere wird mir sonst zu teuer. Wären nochmal 20 Pfeile, aber das wären 120 Rubine und das möchte ich mir dann nicht antun. Ich danke Ihnen, bla bla bla. Tschüss. Okay, hi. 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 Du bist sicher erschöpft von der Reise. Bist du auch so ein Abenteurer auf der Suche nach Walknochen? Was? Wie bitte? Ich jage doch keine geschützten Tierarten. Naja, ich würde sie umbringen, wenn ich sie sehe, aber doch nicht gezielt. Ich weiß nichts über Knochen von irgendwelchen Kolosswalen, was? Aber hinter dem Yugalo-Berg nordöstlich von hier liegen Ruinen, die sogar bei Tag in Dunkelheit gehüllt sind. Ja, die habe ich schon gefunden. Niemand ist von dort je zurückgekehrt. Doch, ich bin doch da. Um die solltest du einen Bogen machen. Von mir aus kannst du auch gerne einfach hier bleiben. Oh, hey, du bist, glaube ich, nicht mein Typ. So, aber trotzdem danke für das Angebot. Was ist mit ihnen passiert? Ich bin überzeugt, dass die Kolosswale durch eine Vulkaneruption ausgerottet wurden. Ich denke, dass die Kolosswale wegen Wassermangel aufgrund einer Dürre ausgestorben sind. Meiner Meinung nach wurde den Kolosswalen der Urzeit eine Eiszeit zum Verhängnis. Hä? Tut mir leid, dass wir dich nicht beachtet haben. Da hast du dich doch so nett in unser Gespräch eingemischt. Wir erörtern, warum die Kolosswale ausgestorben sind. Das ist die Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Leider sind die Orte, an denen die Knochen der Kolosswale zu finden sein sollen, unerreichbar für uns. Deswegen können wir nur spekulieren. Aber wir wissen zumindest ungefähr, wo die Knochen zu finden sein müssten. Und zwar nordöstlich von in Eldin, Hebra im Nordwesten und Gerudo im Südwesten. Alles gefährliche Orte. Du siehst aus wie jemand, für den Gefahr das tägliche Brot ist. Das macht meinen Kopf tuch, glaube ich. Das macht mich piratisch gefährlich. Kannst du nicht für uns an diese drei Orte gehen und Bilder der Knochen der Kolosswale für uns anfertigen? Besonders gern würde ich den Kopf sehen. Wenn der auf dem Bild ist, ist alles in Ordnung. Wenn du das schaffst, bekommst du 300 Rubine. Wird erledigt, ich bin geldgeil. Du erweist damit der Wissenschaft einen großen Dienst. Die 300 Rubine warten hier auf dich. Ja, das ist schon mal besser als die 50 Rubine, die ich sonst bekomme. Klingt aber auch nach einer größeren Aufgabe. So, und ich soll jetzt da, hallo? Ich schlafe hier nicht. Das ist doch blöd für ein extra Herz. So, aber ich... ich lasse den hinterherlaufen. Komm doch mal zurück. Hier, eile dich. Ja, ein bisschen Bewegung da drin tut dir wahrscheinlich ganz gut. Okay, aber ich rufe jetzt nur schnell das Pferd und dann machen wir natürlich weiter. Er fühlt sich langsam ein bisschen verarscht. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass die da hin und her laufen. Willkommen in unserem Stall. Hör auf zu reden, ich möchte nur mein Pferd abholen. So, Ilpona. Jupp. Alles klar, einen Moment bitte. Sehr schön. Okay. Tut mir leid, dass du warten musstest. Alles in Ordnung. So, hallo Ilpona. Hey, na, wie geht's dir? Okay, jetzt gehen wir mal irgendwo hin. Ich würde sagen... Der nächste Turm wartet hier. Erstmal die Straße entlang. So. Und los geht's. Brav. Und schneller. Brav. Sehr schön. Sehr schön, mein liebes Ferdi. Ferdi Maximo. Du musst da drüber reiten. Ah, schade. Ich wollte doch nur den Fuchs versehentlich erwischen. So, stopp. Stein. Yeah, super cool. Kleinen Salto darunter. Okay, unter dem Stein war nichts. Pferd, warum hältst du an? Frechheit. Und drehen. Brav. So, weiter geht's. Schneller. Pirdi, du schaffst das. Da muss ich irgendwann auch nochmal hoch. Los, kleine Epoda, noch ein bisschen schneller. Wie deine Hufe über die Erde preschen. Wie der Dreck hinter uns aufgewirbelt wird. Wie wir beinahe fliegen über die Ebenen von Hyrule. Ist das nicht heldenhaft, liebe Leute? Zumindest fühle ich mich gerade sehr heldenhaft. Oh, da hinten sind Leute. Wollen wir die mal ansprechen? Ah, hallo. Na, wie geht's, Leute? Redet mit mir. Weiß nicht, ob du das weißt, aber die Gewitter in dieser Gegend sind echt nicht von schlechten Eltern. Falls dir mal jemand den Rat gibt, bei so einem Unwetter alles Metall abzulegen, dann kannst du ruhig darauf hören. Ist dir etwa die Wegzehrung ausgegangen? Kein Problem, ich kann dein Proviant auffüllen. Ja, einkaufen. Wenn du Reis suchst, solltest du bei mir genau richtig sein. Sieh's dir mal an. Weizen, Hyrule-Reis, Ziegenbutter, Ei. Ja, ich kenne die Rezepte halt noch nicht. Das ist sicherlich irgendwann sinnvoll, da mal ein bisschen was von zu kaufen, aber momentan mache ich später mal. Nee, sonst möchte ich nichts. Na dann, viel Glück auf deiner Reise. Okay, alles klar. Und was sagst du? Hat die gerade gesungen? Das ist ja witzig. Du hast so eine Rüstung an. Hi. Ja.
Du siehst mir nach einem wissbegierigen Reisen aus. Stimmt's oder habe ich recht? Dann spitz die Ohren. Seht schon, spitz, ich bin Hyrule-Mensch. Weißt du, wo man besonders hochwertiges Erz findet? In den Mägen von riesigen Steinmonstern. Vielleicht klingt das zuerst etwas seltsam, aber bei genauerem Nachdenken finde ich das gar nicht so abwegig. Ja klar, natürlich. Ich meine, du bestehst aus Fleisch und Blut und man findet in deinem Magen bestimmt auch Blut. Oder? Ist das logisch? Hä? Hä? Ist das logisch? Du Depp. Okay, wir gehen weiter. So. Gemein. Oh, jetzt habe ich versehentlich den Fuchs überrannt. Dann, na gut, gehen wir. Halt, lenken, lenken. Oh, jetzt habe ich versehentlich noch eine überrannt. Ach, verdammt, die armen Füchse. Das ist wirklich, also manchmal haben die auch einfach ein verdammt schweres Schicksal. Hat mich gerade irgendwas gejagt? Nee, das ist tatsächlich keine Kampfmusik. So, Epona, bleib schön hier. Wir müssen auf diesen Turm. Oh, Epona muss gar nicht. Doch, sollte es vielleicht hier bleiben, in der Nähe. Sieht nach einem Turm aus, für den wir übers Wasser müssen. Und ich sehe schon den nächsten Schrein. Ach du Scheiße, das sind lauter Elektroviecher. Das sind doch die Sturmis, oder? Sturmi heißen die. Ich ruf nochmal Epona herbei. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. So, als erstes versuche ich dich zu töten. Moment mal, aber das ist der Dreierbogen. Ich glaube, der ist gar nicht so stark. Obwohl, wenn alle drei treffen würden, wäre es schon stark. Moment mal, aber der ist noch unbeschädigt. Ich nehme den hier. Jawohl. Ich weiß, ich verschwende meine Pfeile mal wieder so ein bisschen. Ja, da bist du ja, mein Freund. So, also ich schätze mal, ich muss gegen die Viecher kämpfen. Ich kann mich da nicht einfach so drum rumschleichen, ne? Und ich sollte nicht im Wasser stehen, denn die haben ja Elektrokrams. Sind aber, glaube ich, schwer zu treffen, oder? Ich würde am liebsten drum herum kommen, gegen die zu kämpfen. Ja, bleib schon. Oh, gegen zwei davon, das wird aber gefährlich. Ich glaube, ich mache doch lieber... Die Eisflächen sollten ja eigentlich nicht so sehr leiten können. Aber am liebsten wirklich nur gegen einen von euch. Sonst, ich komme sonst mit den Pfeilen ja kaum dran. Huh. Mist. Bleib stehen. Huh. Verdammt! Diese Viecher! Huh. Komm her. Du hast mich doch jetzt entdeckt. Echt nicht? Du Idiot! In den Lauf rein. Ah, läuft ein bisschen zu schnell. Und... Boom! Verdammt, es kommt nicht weit genug. Ja, also wenn die mich so schlecht sehen, kann ich auch direkt weitergehen. Jetzt hat er mich aber, glaube ich. Hallo! Jawohl! Wo ist er hin? Direkt vor mir? Hä? Wo willst du hin? Und... Okay, der ist weg. Leider versinkt, glaube ich, auch der Gegenstand, den er dabei hatte. Da sind verdammt viele Elektrogegner. Ich glaube, die Exile-Fossil da, die haben nämlich auch so Stromlanzen dabei, ne? Es ist nur die Frage, seid ihr dann auch immun dagegen? Denn sonst könnte ich ja mal probieren. Falsch. Nee, erstmal muss ich... Sonst könnte ich mal probieren, so einen Strompfeil ins Wasser zu schießen. Au. Nee, es macht dir natürlich nichts. Ah, und jetzt bricht das auch noch. Ah, Mist. Ach, guck mal. Ich könnte sogar noch die Waffen da... Die Waffen da aufheben. So. Dann nehmen wir andere Pfeile, und zwar Eispfeil. So. Okay. Und jetzt nochmal sowas drauf. Ja, okay, es tut ihm auf jeden Fall gut weh. Und nochmal. Jawohl, der ist weg. Die sind ganz schön stark, guckt euch das mal an. Ich glaube, die haben so richtige Stromspeere dabei. Ich hätte die schon ganz gerne, muss ich mal sagen. Okay. Ah, jetzt hat der Paraschirm nicht geöffnet, weil er seinen Körper machen wollte, der kleine Angeber. So, was werfen wir denn jetzt mal weg? Ah, ganz klar. Denn ich möchte das auf jeden Fall haben. Elektrolanze. Die Spitze soll auf dem Donnerplateau geschmiedet worden sein. Schwinge die Lanze, wenn die Spitze gelb leuchtet, um Blitze zu verschießen.
Super, super, super extrem geil. Extra vor Schwanzgelb, yeah. Ach, verdammt, den hatte ich noch gar nicht. Hätte ich vorlesen müssen, sorry. Oh, also dieses Spiel hat einfach so viele Sachen, die Spaß machen. So. Also ich glaube, eigentlich ist es so, wenn man mit Elektroattacken ins Wasser ballert. Aha, da ist noch eine Truhe drin. Ist aber eine Holztruhe, die kann ich nicht mit dem Magnetmodul rausholen. Hä? Habe ich das gerade... Link, warum tun Sie so? Junger Herr. Ich habe es gerade mit meinem eigenen Sprung weggerutscht quasi. So, was haben wir hier? Feuerpfeil mal 5. Also ist das vielleicht die Waffe der Wahl in dieser Gegend? Ach, guck mal. Die haben mich gefunden. Der eine wird wahrscheinlich Strom jetzt beschwören. Oh oh. Okay. Schnell weggesprungen. Okay. Ich glaube, den schießen wir jetzt doch lieber ab, wenn wir können. Kommen wir natürlich nicht. Warte mal. Ich würde dir gerne, wenn du schon so nah bist... Scheiße, ganz so hatte ich mir es nicht vorgestellt. Schnell hoch, bevor Elektroattacken hier auf mich macht. Wo ist er hin? Ah, da oben. Ah, ganz schön nah, mein Freund. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ah. So, ich glaube, der ist tot. Dann müsste ich jetzt eigentlich relativ in Ruhe hier hochklettern können. Denn der andere hat mich ja nicht entdeckt. Und der Exalfoss dort unten. Hat der andere eine Duo-Exalfoss? Habe ich eine normale Exalfoss-Lanze? Der hat auf jeden Fall eine andere Spitze, oder? Oder ist das die gleiche, die ich auch habe? Also hier kann man auf jeden Fall hinkommen, um Stromwaffen zu holen. Ich glaube, Strom gefällt mir auch mit am besten, einfach vom Effekt her. Eis habe ich mir sagen lassen, ich glaube, Nick Mana hat das gesagt, dass das ziemlich overpowered wäre, weil es halt lähmt. Und ich schätze mal, dass das die entscheidenden Vorteile gibt. Strom entwaffnet auf jeden Fall. Kann entwaffnen. So viel weiß ich. Und wird halt über Wasser geleitet. Feuer zündet an. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Damage-over-Time-Effekt gibt. Aber auf jeden Fall ist Feuer halt Feuer. Feuer ist immer gut. Sachen anzünden macht Spaß, Leute. Deswegen macht man es ja. So. Einmal kurz warten. So, ja, ja. Also wenn wir da zwei komplette Ausdauerbalken haben, dann ist das ganze Klettern und der ganze Kram viel, viel leichter für uns, Leute. Ich mache es ein bisschen spät, aber nicht umsonst haben wir jetzt schon das Masterschwert, Leute. Das Masterschwert, obwohl wir noch zwei wunderschöne Orte vor uns haben. Also, ne? Titanen. Titanen. Die machen Spaß, Leute. Die machen Freude. Die machen Lust auf mehr. Ich kletter hier hoch und hab nur eine Sache zum Klettern an. Oh yeah. Ich hoffe ja immer so ein bisschen darauf, dass ich nochmal so ein bisschen Ausrüstung finde mit einem Set-Bonus. Ich habe noch nicht so viele Sets zusammen. So, wupp, klick. Und wir haben den nächsten Turm, Leute. Yeah! Türme machen Spaß. Deswegen habe ich immer mal wieder einen zu Hause bei mir rumstehen. Stimmt nicht? So, alles klar. Neue Gegend. Okay. Und damit haben wir wieder ein kleines Stückchen Karte freigedeckt. Eigentlich wieder ein großes Stückchen. Ich finde nämlich immer die Kartenstücke schon ziemlich gewaltig. Und wir kommen immer näher an unser finales Ziel. Eine Karte von der Grand Line zu zeichnen. Nein, stimmt gar nicht. Stärker zu werden, um Ganon in den Popo zu treten. Eventuell, wenn er in seiner Schweineform auftauchen sollte, grillen wir den Popo und essen ihn auf. Das habe ich auch noch nicht so häufig gesagt. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Sehr schön. Zip, zip. Und wir nehmen unser Smartphone wieder. Ich meine, der trägt es schon sehr offensichtlich, ne? Der ist schon stolz auf sein iPhone. Das ist allerdings auch sehr auffällig hier. Wie geil das ist. Ihr kennt das ja auch so vom wirklichen Wetter, ne? Wenn man ganz fern Regen sieht, wie das dann als Schleier über den Dingen hängt. Sieht schon richtig cool aus hier. Muss man echt mal sagen. Sieht man hier irgendwas? Sieht halt sehr auffällig aus. Vielleicht sollte man da mal hingehen. Warte mal, wie sieht denn das da aus? Ist das irgendwie Herzblutsümpfe? Ja, also es ist... Fragezeichen. Ich mach mal hier sowas.
Einfach um zu wissen, okay, da muss ich vielleicht irgendwann nochmal vorbeischauen. Oh, da steht jemand. Hallo. Hey. Ah, ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Buh! Oh, wo kommst du denn her? Schreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Naja, ich bin geklettert, du Depp. Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen? Mit einer Frage auf eine Frage antworten? Ich sehe schon, du bist ein Arsch. Aber gut, ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm taucht auch. Ja, das ist irgendwie meine Schuld. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Was? Du hast eigentlich überhaupt nichts gemacht, oder? Keine Möbel, kein Fernsehen, kein Internetzugang. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Ja, vor allem der Turm hat dir geholfen zu wachsen. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vögelvolks. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Achso, ich wollte gerade sagen, meine Antwort auf wie bist du hier hochgekommen ist, ich fliege runter. Nein, kommst du nicht mehr runter? Ich fliege runter. Was? Du kannst fliegen wie das Vögelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vögelvolk fliegen kann. Was sagst du? Ist es mehr gleiten als wirklich fliegen? Das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vögelvolk-Herausforderung. Zeige mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich je nachdem, wie weit du gekommen bist. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Ich fliege für dich. Sehr schön. Dein Name wird in die Geschichte des Vögelvolk-Forschung eingehen. Aber eine Sache noch. Da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen? Damit das Ganze im schlimmsten Fall nicht umsonst war? Hallo? Was bist du denn für ein Arsch? Was für ein Schwachsinn? Ich fliege da runter. Ich könnte mir alle Knochen brechen. Und du willst Geld von mir? Fliegst du trotzdem? In Ordnung. Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Hiermit beginnt die Vögelvolk-Herausforderung. Schwing dich in die Lüfte. Also ich soll quasi so weit wie möglich kommen. In die Richtung. Alles klar. So weit wie möglich. Hui. Okay, da wird eine Meteranzeige gezeigt. Das finde ich cool. Und eine lustige Musik. Ich sehe aber keine Windrichtung oder so. Oh, Schrein in der Nähe. Und ich sehe ihn. Guck mal. Da unten. Da muss ich gleich hin. Da muss ich gleich hin. Das mache ich noch im heutigen Part. Sorry, Leute. Aber das mache ich auf jeden Fall noch. Ich kann nicht anders. Das ist so schön. Ich glaube, ich muss ein bisschen durch das Tal. Und dann kann ich nämlich gleich auch da zurückgehen zum Schrein. Ein bisschen Schrein muss sein. Oh, ja. Also, wir kommen schon ganz schön weit. Ich weiß nicht, ob das so weit ist. Aber unsere Ausdauer geht bald aus. Dauer. Auf Dauer geht die Ausdauer aus. Ja, ich glaube, ich nehme noch mal was. Wenn das wichtig ist, wie weit ich komme, dann esse ich einfach was, was mich weiterbringt. Stimmt's? Ich nehme erstmal das. Yeah. Und schon kommen wir weiter, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube aber, jetzt ist es langsam vorbei. So weit bin ich dann auch nicht gekommen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Denn dadurch, liebe Leute... Verdammt, da hinten. Wäre ich da hinten noch drüber gekommen. Verflixt! Ende. Okay, es ist vorbei. Ich bin mitten im Gegnerlager. Ach, werde ich zurückteleportiert? Das ist ja cool. War das weit? Ich habe keine Windrichtung oder so gesehen. Nun, ein kleiner Schritt für unsere Forschung. Und zwar von genau 598 Metern. Kleine Schritte sind auch Fortschritte. Man muss nur daran glauben, dass die ganze Arbeit irgendwann Früchte trägt. Hä? Deine Belohnung? Belohnung, Belohnung. Ist dir das wichtiger als die Forschung? Aber versprochen ist versprochen. Du hast auch 20 Rubine verlangt, du Arsch. Für deinen kleinen akademischen Beitrag gebe ich dir 21 Rubine. Haha, kleiner Scherz von mir. Hier, nimm. 50 Rubine. Okay, ich wollte dich gerade schon runterwerfen. Na, wie wär's mit einem Flug? Flieg nochmal und hilf mir mit meiner Forschung. In welche Richtung könnte ich denn fliegen, über die ich weiterkäme? Warte mal ganz kurz. Schade, du hast wohl deine Gründe. Aber ich warte hier, denn die Herausforderung steht weiter. Komm ich hier weiter? Nee, auch nicht, ne?
Ich habe gerade geguckt, irgendwie muss man doch sehen, ob hier Windrichtung oder so noch. So wenig weit war es doch eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, ich bin schon so ziemlich den weitesten Weg geflogen. Naja, ich komme später doch mal wieder. Ich glaube, das kann ich wiederholen. Na, unten läuft ein Gegner entlang. Also, ich fliege auf jeden Fall trotzdem erstmal runter, denn da haben wir einen Schrein gesehen. Alt! Na gut, ist egal. Ich wollte eigentlich mich erst nochmal umschauen nach weiteren Schreien, aber wir können uns hier wieder hochteleportieren. Kein Problem. Kein Problem, Leute. Und wir haben heute nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich ist der Part vorbei. Aber diesen Schrein, den möchte ich uns noch holen. Zumindest mal reinschauen. Wenn es sehr schwierig ist und sehr lange dauert, dann natürlich nicht. Dann schaffe ich das nicht mehr zeitlich. Aber wenigstens habe ich dann noch einen kleinen Cliffhanger. Okay. Schrein. Boom. Und wir sind angekommen. Yeah. Kiva Satas Schrein. Zatas. Oder, ja, der Kiwi Satan Schrein. So, wir gehen da rein in den Schrein. Blup. Pferd rufen. Auf der Karte siehst du, wo dein momentan ausgewähltes Pferd sich befindet. Okay. Das ist hilfreich. Ist tatsächlich ein bisschen hilfreich. So. Die Kugeln hinterher. Hä? Das Ziel ist nicht weit. Ah. Das sieht mir jetzt nicht so mega kompliziert aus. Oh, die Pfeile gehen mir schon wieder aus. Okay, es ging wahrscheinlich auch anders. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich nur so ein Tipp gewesen, worum es hier im Allgemeinen geht. Da haben wir eine Kugel. Da haben wir einen Schalter. Das war ja irgendwie klar. Na gut, dann werfen wir das wohl da rein. Stopp. Ja, wir haben eine Kugel hinterher. Achtung, wir werfen das jetzt da rein. Und boom. Und was macht es? Oh. Okay. Das bewegt sich jetzt. Ach so, ich habe den Schalter hier noch gar nicht ausprobiert. Das hat bestimmt was mit dem Schalter zu tun. Na, smack. Ah ja, ist ja klar. Ah, okay. Man muss da das Timing abpassen. Und smack. Okay, alles klar. Das war jetzt noch nicht so kompliziert, aber ich sehe auch noch keine extra Truhe. Habe ich das irgendwo übersehen vielleicht? Kleine Bonustruhe, hä? Wie wär's? Wir sind schon durch. Das war der ganze Schrein? Aber wo ist die Truhe? Aha, ich hab sie. So, du blöde Truhe. Gib mir was Wertvolles. Ich sollte dich vielleicht nicht beschimpfen, wenn ich was von dir haben möchte. Ritterbogen. Super geil, ich kann sogar tragen. Na gut. Ja, so kompliziert ist der Schrein jetzt nicht, aber ich mag ihn. Wahrscheinlich, weil er nicht so kompliziert ist. Hup. Yeah. Gibt's da noch so... Gibt's da noch so eine Truhe? Ja, aber ich glaube, das war wirklich die einzige. Na gut, dann eben nicht. Dann habe ich eben keine extra Truhe. Bestimmt irgendwo hier nochmal um die Ecke oder so. Aber ein reicht mir auch. Super. Und so übersah er die Kletterschuhe. So. Cool, das war ja wirklich schnell, der Schrein. Können wir zurück auf den Turm gehen nochmal ganz schnell? Yeah. Und wir haben das 6. Zeichen der Bewährung. Schwupp. Überspringen. Ach ja. Das ist doch schön, wie das hier alles vorangeht. Ich mag das, wenn die Schreine einfach mal so problemlos klappen. Ich erinnere mich immer noch an den mit dem Floß, wo ich wirklich komplett auf dem Schlauch stand. Tja, hätte ich mal einen Schlauch gehabt, dann hätte ich den über diesen Abgrund gespannt und wäre entlang geklettert. Ja, und das ist auch nicht die beste Lösung für das Rätsel gewesen. So, ja, ich mache das tatsächlich, glaube ich, jetzt nochmal so. Oder sollte ich lieber hier unten jetzt weiter forschen, denn da sind ja Gegnerlager. Nee, ich gehe jetzt erstmal wieder da hoch. War das der hier? Ja, das war der. Um noch ein, zwei andere Sachen zu markieren. Also, das Vögelvolk ist offenbar das, wo wir als nächstes hingehen. Also das nächste Hauptquest-Volk, das würde ich auch relativ bald machen wollen. Erstens, damit wir wieder ein bisschen was Neues erleben. Und zweitens, weil ich gespannt bin, was es für eine Fähigkeit geben wird, wenn wir diesen Titanen meistern. Ich finde diese Fähigkeiten nämlich extrem stark und extrem cool und die machen extrem Spaß. Und
Wer weiß, was wir damit noch alles anstellen können. Vielleicht können wir Sachen zerstören, zerschmettern, wenigstens ein bisschen quälen oder so. Nein, liebe Leute, ist nicht cool. Quält nichts. Quält nichts. Das empfehle ich euch nicht wirklich. So, ich wollte nur noch ganz kurz gucken, ob es hier noch was zu markieren gibt. Und dann gehen wir auch. Also das Gewitter scheint da dauerhaft zu bleiben an der Stelle. Das heißt, das ist da wirklich irgendwie besonders. Ich sehe jetzt, ist das... Das ist ein Turm, oder? Nee, es ist wirklich nur ein einzelnes Bäumchen. Könnte auch interessant sein. Aber ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Schreine. Hä? 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 Da sehe ich aber schon wieder so einen auffälligen Baum. Einen sehr auffälligen Baum. Ja, ja, ich weiß, der Part ist vorbei. Aber jetzt habe ich sowieso schon entschieden, dass ich 10 Minuten überziehe. Und die 10 Minuten sind auch schon fast vorbei. Aber ich bin doch so neugierig. Und wenn nichts ist, dann ist das so enttäuschend im nächsten Part für euch. Dann sagt ihr alle, ach Mann, jetzt hat er uns so viel versprochen und dann war der Baum echt voll nutzlos. Das würde mich traurig machen. Ich möchte nicht, dass ich traurig bin. Und ich möchte nicht, dass ich euch traurig mache. So, da ist der Schrein von eben gerade. Ist bestimmt noch mehr von diesem Schreinkram. Schreinekram! Ha! Ich mag Schreinekram. Ach so, ist glaube ich einfach nur ein Lager. Na gut, dann nichts Besonderes also. Hier könnten wir nochmal Pferde fangen. Ich bräuchte schon wieder Pfeile. Unglaublich. Ich verballer so viele davon, aber der Bogen ist halt auch so nützlich. Man kann wirklich für jeden Scheiß Pfeile verballern. Und das macht Spaß. Und dabei gehen die Bögen bei mir noch nicht mal so häufig kaputt. Okay, hier kommen wir eindeutig mit dem Kryo-Modul hoch. Das machen wir nochmal ganz schnell. So. Und schüpfu. Einmal zerschmettern. Bitte gebt mir Pfeile. Nein, nicht die Schlonsis. Meine einzige Schwäche. So, Schlonsgelee. So heißt es wirklich. Und weg mit dir. Noch mehr Schlonsgelee. Leider keine neuen Pfeile. Noch mehr Schlons! Aber rostiger Zweihänder, den habe ich glaube ich aber auch schon x-mal fotografiert. Ja, was haben wir hier? Verrostete Hellebarde. Gut, vielleicht ein paar Pfeile, das wäre nicht so schlecht. Und dann hören wir wirklich auf. Bombenpfeil, supergeil. Ja, Bombenpfeile sind schon cool. Die eignen sich zur Schweinejagd, Leute. Seht dazu meinen ersten Part. So, liebe Leute, ich muss jetzt erstmal beenden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ihr merkt, ich möchte gar nicht aufhören. Aber ich muss jetzt. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber meine Arme sind viel zu bombig. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.